Es hat 30 EXP bekommen. Es hat sich schon mal so gesehen, hat sich's gelohnt. Wir geben ihm jetzt noch eine Powerladung und dann sollte doch alles safe sein. Wir wissen, dass wir das Triceratops besiegen können da. Blöde Dino-Digimons, ey. Ich liebe Dino-Digimons. Ich stehe total auf Dino-Digimons. Weiß auch nicht warum. Das ist voll mein Fall. Ja, hier ist... Ah, na gut, das war Suizidangriff, aber wir haben im Endeffekt nichts gefunden. Sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Ist hier nichts? Nicht mal mehr eine Kiste? Nichts? Boah, ist das enttäuschend. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Oh Mann, nur Triceratopsmon. Es ist... ja, wusste ich doch, Coalmon. Und hat der mich damals getötet? Nee, es war Shellmon, der mich hier damals getötet hat. Bin ich der Meinung. Als ich hier ganz naiv mit Level 1 reingerannt bin. Wie man sieht, wir haben nicht sehr viel Schaden gemacht. Hilfe. Oh, geil, abgewehrt, geil. Ich liebe dich, Monmon, ich liebe dich. Ja, der ist schon hier ein bisschen härter, wie man sieht. Deswegen hasse ich den Strand. Die haben immer so viel Leben hier. Das muss noch zweimal so gehen. Wer nochmal ab? Komm, 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 wer ab? Macht er das aus seiner Nase? Was bist du denn für ein ekliges Vieh? Wir werden sterben. Monmon explodiert. Nein, jetzt noch nicht. Ja. Er wird jetzt digitieren. Und zwar, glaube ich, zu seiner Mega-Digitation, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nein, es ist seine Ultra-Digitation. Da sehen wir schon mal Monmons Ultra-Digitation. Das ist seine Ultra-Digitation. Also, ich dachte, der macht eine Spezialattacke, wenn der DV voll ist. Das ist jetzt scheiße. Ja, das ist auf jeden Fall Monmons Ultra-Digitation, dieses komische Ding. Schießt alle Feuerwaffen ab. Ja, ich weiß nicht, was das heißt oder was er jetzt macht, aber er schießt auf jeden Fall alle Feuerwaffen ab. Ja, erstmal voll... Ja, Monmon ist nicht aggressiv oder sowas. Der ist ja Monmon ist quasi der Donald Trump der Digi-Welt. Alles voller Waffen und man sieht hinten sein Po-Loch. Ist super. Kann er, glaube ich, auch rausschießen. Okay, ist ja auch... Hier, 576 Schaden haben wir gemacht. Ja, leider haben wir jetzt dadurch unser DV verschwendet. Aber macht nichts. Yay, Level Up! Und was lernen wir, wenn wir Level Up sind? Hookmon, Digitation gelernt. Seine Champion-Digitation. Und ich hasse Strand. Ich muss weg vom Strand. Ja, jetzt ist sein DV leider. Ich dachte immer, das gibt eine Spezialattacke. Okay, habe ich mich getäuscht. Er digitiert dann wohl. Vielleicht gibt das mit Mega eine Spezialattacke. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch die Champion-Digitation von Monmon. Und zwar Hookmon. Wir werden noch sehen, wer das ist. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier Monmon Digitation auswählen. Hookmon Kampfdigitation ein. So, wie man sieht, wesentlich stärker. Natürlich wesentlich mehr Verteidigung. Das ist gut. Das ist gut. Seine Techniken sind nichts. Er kann nichts. Ja. Muss ich noch überlegen, ob der wirklich stärker ist, wenn man nichts kann. Aber wie gesagt, die leveln halt auch schnell. Die brauchen nicht so viel EXP wie die Rookie-Digitation von denen. Jetzt müssen wir nämlich Rookie und Champion gleichzeitig leveln. Ja, hier ist sonst nichts. Ich dachte, hier gibt es Kisten oder so. Ist doch voll enttäuschend. Es ist Vegemon. Okay. Da wir Gemüse hassen, verbrennen wir es. Das ist wie bei mir beim Kochen. Wenn ich Gemüse mache, verbrenne ich's. Geil. Zack. Abgebrannt. 488, Alter. Fast so viel wie die Ultra-Digitation von Monmon. Dessen Namen wir ja irgendwie nicht kennen. Es wurde, glaube ich, nicht gesagt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, da steht sowieso immer nur Monmon oder so. Den Namen ändern sich, glaube ich, nicht. Zack und weg. Wir könnten jetzt natürlich wieder unser TP erhöhen. Ich glaube, das... Na, das... Soll ich das machen? Nee, das lasse ich noch. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Stadt.
Den tigern wir jetzt erstmal wieder zurück nach Azuka City. Und holen uns jetzt endlich unseren Kartenordner. Achso, ja genau. Jetzt sind wir in der Stadt. Waren ja erst noch die Brücke. Hat sich voll gelohnt, die Brücke. So, erstmal warten, bis sich das alles ein bisschen aufgeladen hat. Jetzt muss ich überlegen, warte. Ich muss erstmal ganz kurz überlegen. Wo war das denn? Von hier kamen wir, glaube ich, rein, ne? Da ist irgendwas. Ich erinnere mich dran. Ich glaube, das hat was mit diesem Typ zu tun, der gesagt hat, im Azuka Inn, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir an die Quests kommen. Aber brauche ich dafür immer den Kartenordner? Kriegen wir immer Karten geschenkt oder sowas? Wir schnappen uns auf jeden Fall jetzt erstmal einen Kartenordner. Wir gehen jetzt ins Gelbe Kreuz und... Gelber Kreuzer, okay. Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Hä? Ein neuer Kunde? Dann gebe ich dir eine Aktentasche. Du kannst 3 Ordner hineintun, die du gemacht hast. Ordner? Was ist ein Ordner? Ein Ordner ist ein Satz aus 40 Karten, die du wählst. Bis zu 4 identische Karten können in einem Satz sein. Kartensatz? Was macht man damit? Du bist unmöglich. Kartenkämpfe, du bekämpfst andere Spieler. Du ziehst Karten, setzt Digimon ins Feld und kämpfst. Schau, da ist gerade ein Kampf im Gange. Ja, es ist aufregend. Ich zog Kalumon und bin als erstes dran. Zugphase, also ziehe ich 6 Karten von meinem Stapel. Toll, ich habe gute Karten. Die Gespräche. Jetzt Ladephase, ich lege eine Programmkarte auf. Oh, ich passe. Ich passe auch. Das ist ein epischer Kampf. Wir haben beide gepasst. Die Ladephase ist also zu Ende. Nun folgt die Beschwörungsphase. Wir zeigen die Karten. Okay, alle gleichzeitig. Ich habe ein Candlemon. Ich habe 2 Hawkmon, 2 Agumon und 2 Meramon. So, 1? Was? Nimmst du mich auf den Arm? Nein, ich habe einen Plan. Der wahre Tamer kämpft mit dem ganzen Stapel. Ich setze die Feuerkanone gegen Renamon. Mit Eiskäfer außer Gefecht. Was jetzt? Was? Du hast Eiskäfer. Kann nichts machen. Ich passe. Es ist der blaue Ordner, also habe ich 4 Eiskäfer. Okay, ich passe auch. Die Sammelphase ist zu Ende. Also jetzt die Kampfphase. Zählen wir AP und HP für die Digimon zusammen. Ich habe ein Growlmon, 18 AP, 20 HP. Ich habe 3 Renamon mit 4 AP, HP, macht 14 und Mathe-Genie, macht 12 AP und 12 HP. Es sind 3 Karten, bei 12 und AP und 12 HP wird Taomon beschworen. Ja, stimmt. Du hast also 24 AP und 24 HP. Du hast gewonnen. Ja, gewonnen. Erst wenn ich 2 von 3 Kämpfen gewonnen habe, ist es vorbei. Ja, war total spannend. Verstehst du? Ist echt spannend. Du schaffst es nicht so schnell, aber hier, eine Aktentasche. Die 3 Ordner passen. Ich gebe dir meinen Praxisordner. Wow, danke. Ich tue mein Bestes. Aber ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Frag Ken oder Luke, sie erklären es dir. Wenn dein Partner besser wird, kannst du mit allen kämpfen. Ein guter Spieler ist ein guter Tamer. Tamer mit starken Partnern kämpfen sehr viel. Okay, danke für alles, Divamon.
viel Glück. Bis dann. Ja, jetzt haben wir unsere Kartentasche. Und können mit Digimon-Karten kämpfen. Was? Du willst die Spielregeln kennenlernen? Oh, ja. Ja, hau rein. Komm. Die Infos werden auf deinen Satelliten angezeigt. Kampf mit Karten. Hier wird mit einem Kartenspiel gekämpft. Stelle aus über 300 Karten einen eigenen Stapel zusammen und kämpfe mit anderen Tamern. Karten. Insgesamt gibt es 340 Karten. Du kannst von allen bis zu 9 besitzen. Es gibt zwei Arten von Karten. Programmkarten und Digimon-Karten. Digimon-Karten. Karten zum Beschwören von Digimons. Diese Karten weisen zwei Nummern auf. AP und HP. AP ist Angriffspower und HP sind Treffer. Wenn HP 0 ist, wird das Digimon abgelegt. 5 Drittel bedeutet 5-3 bedeutet 5 AP, 3 HP. Programmkarte. Programmkarten greifen das gegnerische Blatt an oder stärken dein eigenes. Jede Karte hat einen unterschiedlichen Effekt, die du auf der Karte nachlesen kannst. Ordner. Lege vor dem Kampf einen Ordner mit 40 Karten an. Du brauchst Ordner zum Kämpfen. Bis zu 4 gleiche Karten können in einem Ordner enthalten sein. Setup für Kämpfe mit Karten. Wer zuerst 2 Sätze gewinnt, hat den Kampf gewonnen. Wähle vor dem Kampf einen Ordner, der dein Stapel sein soll. Nach der Auswahl beginnt der Kampf. Ein Satz besteht aus 6 Phasen, die ich nun erläutern werde. Wow. Startphase. Hier wird bestimmt, wer anfängt. Wer Kalumon zieht, fängt an. Zugphase. 6 Karten werden aus dem Stapel in dein Blatt gezogen. Kannst du in der Phase keine 6 Karten ziehen, verlierst du. Im Kampf kann das Blatt maximal 10 Karten haben. Ladephase. Wähle deine Programmkarte zur Vorbereitung auf die Rufphase. Die Spieler wechseln sich ab, bis beide passen. Bestimmte Programmkarten können hier nicht verwendet werden. Rufphase. Wähle zum Rufen eines Digimons eine Digimon-Karte aus. Du kannst maximal 6 in dein Feld beschwören. Zum Rufen von Digimon über Rookies brauchst du D-Energie. Digimon-Energie. Oh Mann. Abkürzungen. Sammelphase. Mit der PG-Karte kannst du verschiedene Effekte erzielen. Die Spieler wechseln sich ab, bis beide passen. Alle Programmkarten können hier verwendet werden. Kampfphase. Digimon kämpfen, um den Sieger zu ermitteln. Der Gewinner wird durch den Vergleich von AP und HP-Punkten ermittelt. Wer 0 HP hat, ist der Verlierer. Damit ist ein Satz beendet. Wer 2 Sätze gewinnt, gewinnt den Kampf. Ja, das sind schon alle Regeln. Wenn du mehr wissen willst, frag Luke. Viel Spaß. Ja, ich habe aber jetzt erstmal gar keine Lust auf Kartenkämpfe. Das kommt erst später. Aber wir haben jetzt schon mal den Ordner und ich glaube, jetzt können wir nämlich... ich glaube, jetzt haben wir auch alles dafür, um auch die ganzen Kämpfe zu machen. Ich bin mir echt nicht sicher. Hätten wir, glaube ich, gleich schon am Anfang an mitnehmen sollen. Aber ich dachte, es geht schon gleich in Kartenkämpfe und so über. Ja, habe ich mich getäuscht, aber passiert. Passiert im Leben, ne? Ich würde mal sagen, weil das hier am günstigen ist, pennen wir hier erstmal. Nein. Lass mich, Alter. Nein, Mann. So. Speichern tun wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Wir könnten hier vielleicht ein bisschen... Na, sollen wir... Nee, wir geben erst in der nächsten Stadt Geld aus. Ich hab jetzt, war jetzt am überlegen, ob wir hier jetzt Geld ausgeben, aber komm. So, jetzt haben wir auch endlich den Kartenordner, den er ja nicht mitgenommen hat, der Genie. So, jetzt gehen wir nämlich nochmal da hinten in die eine... In die eine Ebene, wo wir Triceramon getroffen haben. Ich häng fest. So, jetzt. Und da reden wir nochmal mit dem und ich glaube, dann kriegen wir das da nämlich eine Aufgabe. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich echt täusche. Ich weiß es alles, wie gesagt, nicht mehr. Aber wir kriegen es hin. Ich weiß es genau. Das weiß ich, dass wir es hinbekommen. So, erledigt. War easy going. Bringt auch jetzt nicht gerade sehr viel Erfahrungspunkte. 5 ist jetzt nicht das, was ja, die Wurst vom Teller reißt, aber trotzdem, ne, wir ziehen es trotzdem durch.
Ja, Entschuldigung. Ich mag die Musik einfach, Mann. So. Jetzt, glaube ich, können wir nämlich mit dem reden. Ja, sag ich doch. Jetzt sehen wir das hier nämlich. Der hasst Bäume. Mann, Cartmon, kommt nicht raus. Warum habe ich Gabumon verloren? Hä? Warum trittst du die Bäume? Hast du gefragt, warum ich die Bäume trete? Natürlich, um Cartmon zu finden. Cartmon? Ist das ein Digimon? Cartmon ist ein Digimon, das Booster mit extra Karten fallen lässt. Nur Divermon in der Stadt kann die Booster öffnen. Cartmon lässt Booster fallen? Lass mich auch mal treten. Du brauchst dafür Baumstiefel. Willst du Stiefel haben? Nun dann... Ich habe meine Gabumon-Karte verloren. Suchst du sie? Wenn du sie findest, erzähle ich dir, wie du die Stiefel bekommst. Gabumon-Karte? Gut, ich suche sie und komm zurück. Ja, und da wir ja schon einmal mit ihm gesprochen haben und er hat gesagt, das ist im Azura Inn. Ja, wissen wir ja schon, wo das ist. Und es ist nämlich da, glaube ich, in dem Lagerraum, in dem Inn, wo ich nämlich die ganze Zeit gesagt habe, da finden wir doch was. Weil ich da so eine Erinnerung hatte. Ja, Erinnerung, ja. Wir lieben Erinnerung. Und dann kriegen wir nämlich raus, wie wir diese Baumstiefel bekommen, um endlich auch Bäume treten zu können. Oh Gott, ich wollte mein Leben lang schon Bäume treten. Und das vor Minecraft mit Bäume schlagen. Minecraft hat sich das Bäume schlagen von Digimon World 2003 einfach abgeguckt und einfach ein bisschen umgewandelt, nicht treten, sondern schlagen. Ja. Digimon World 2003 ist der Vorreiter. Oh, es ist eine Gabumon-Karte. Hier war sie also. Ha. Ich wusste es noch. Nee, Digimon World 2003 war nämlich der Vorreiter von Minecraft gewesen. Hm, jetzt wissen wir es. Das Geheimnis ist gelüftet. Gelüftet. So, jetzt geben wir ihm seine Karte wieder und dann kriegen wir nämlich zu erfahren, wie wir jetzt Bäume treten können. Dann können wir uns Cartmon sammeln, was glaube ich schwer zu besiegen ist, soweit ich weiß. Kriegen dann Booster, die Booster können wir dann öffnen, dann kriegen wir weitere Digimon-Karten und so weiter und so fort. Aber jetzt kämpfen wir erstmal. Ja, der geht noch. Langt ein normaler Angriff? Ich weiß es nicht, ich hoffe es mal. Brauche ich sein MP nicht immer verschwenden. Ja, okay, nö. Schnell, block es! Block es! Oh Mann, nicht geblockt. Ich weiß gar nicht, ob das hier Omnimon gibt. Nee, kann es ja gar nicht. Ich habe gar kein Gabumon da. Wegen DNA. Ich weiß gar nicht, was hier alles DNA digitieren kann. Also digitationstechnisch kenne ich mich hier natürlich überhaupt nicht aus. Kenne ich mich wirklich, naja, weit weg von überhaupt nicht aus. Hier, guck mal, deine Karte. Hey, das ist eine Gabumon-Karte. Du hast sie gefunden, danke. Okay, jetzt erzähle ich dir von den Baumstiefeln. Die kriegst du, wenn du dich mit Wemon anfreundest. Aber Wemon ist nur schwer zu finden. Ja, mit Wemon also. Wir müssen jetzt ein Wemon suchen. Und niemand weiß, wo das ist. Der hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Muss ich mal sagen, der hat uns nicht weitergeholfen. Eigentlich gar nicht. Eigentlich kein bisschen. Eigentlich ganz weit weg von allen anderen, weiß ich auch nicht. Der hat uns auf jeden Fall nicht weitergeholfen. Aber gut, wir kriegen es hin. Ich habe ja zum Glück schon eine Idee, wo wir Wemon finden. Da müssen wir nur wieder zurücklatschen. Drahtwald-Eingang. Oder Eingang. So, wollt ihr jetzt kämpfen? Jetzt habe ich meine Kartenordner dabei. Wollt ihr jetzt Kartenkämpfe machen oder wollt ihr jetzt normale Kämpfe machen?
Das weiß ich nämlich auch nicht. So, wir machen lieber mal lieber die Attacke, weil den kriegt er keinen Damage. Lieber One-Hitten, anstatt dass er immer Damage bekommt. Wir müssen uns auch nochmal in der nächsten Stadt ein paar Powerpillen kaufen. So, was ich jetzt aber wissen wollte, willst du jetzt mit mir kämpfen da oben? Weil du warst, meine ich, ein Tamer. Ich bin so in Fahrt. Was? Du willst mit mir kämpfen? Sorry, gegen kleineres unfair. Oh Mann, du. Okay, wir sind also... Naja, wir sind scheinbar noch nicht stark genug, um Digimon-Kämpfe auszuführen. Schade. Ich hätte ihn so den Arsch aufgerissen. Garantiert, ey, dann wette ich mit euch. Da müssen wir uns ja wirklich erstmal mit denen genehmen, wa? Ist zwar schade, aber was willst du machen? Den wird Agumon ja auch bald zu Greymon. Sehr schön. Hier geht's voll ab, ey. Dann haben wir schon unsere ersten Champions. Gut, 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 gut. Dann können wir die ein bisschen leveln. Können wir auch bald da hinten hin. Ja, 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 ja. Der Anfang ist sogar noch echt mehr bekannt als nachher. Weil ich kann mich erinnern, dass ich immer neu angefangen habe. Dann hatte er ja keine Lust drauf mehr. Und naja. Hat wieder aufgehört. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist als Jugendlicher. Dann fängt man neu an. Weil man gerade total Bock drauf hat und dann verschwindet die Lust wieder, weil plötzlich andere Spiele wieder besser sind und naja. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber mir ging es damals so als Kind. Oder als Jugendlicher. Als Kind ist natürlich, ne, schon ein bisschen her. Gott, das ist echt schon ewig her, seit ich das gespielt habe. Echt mindestens 10 Jahre. Mindestens.